Jay Smurf. Hallo. Hallo. Ja. Sag mal, hier ist der Boden. Der wer? Der Boden. Boden? Ja, ey, ich finde dich so super, weißt du, und ich wollte mal so wissen, wie du so lebst und wie du so bist, so. Wie du heißt, ey, Boden? Fragen stellen. Boden? Ja, Boden, wie der Fußboden, nur ohne Fuß halt. Willst du jetzt wissen, was wir in unserer Freizeit machen oder wie wir allgemein leben? Ja, wohnt ihr noch zu Hause? Also. Wohnt ihr schon in eigenen Wohnungen? Also, Hums und ich haben zusammen eine dicke, fette Wohnung. Zwei Geschosse. Fett und auch richtig Weiber? Weiber? Nein, wir haben generell keine Weiber. Wir stehen nur auf Tiere. Tiere? Ja. Ja. Homie fickt gern Eichhörnchen und ich Hasen. Auch sowas würde mich mal interessieren. Wir sind ja beides Bären, weißt du, wir sind ja beides Bären. Bären? Ja. So pelzig? Ja. Und dann macht ihr euch so miteinander, gegeneinander, beieinander? Wie? Nein, nicht gegeneinander. Nur miteinander. Er fickt Eichhörnchen und ich Hasen. Was fickst du denn, Ratten? Oh. Und wie oft onaniert ihr so, wenn ihr gerade keine Tiere habt? Ich meine, so ein halbes Kilometer... Nein, wenn wir keine Tiere haben, dann rufen wir Frauen an. Wir onanieren nicht. Echt nicht? Echt weiß nicht. Weißt du, ich will eigentlich immer so sein wie ihr. Und dann habe ich mich mal gefragt, wie oft ihr das so tut, weil ist ja schon oft so. Ja, was ist denn oft? Weißt du? Und ich denke mir da immer nur so... Und auch noch eine andere Frage. Was kocht dir so deine Mutter? Schlampe. Ey, Digga. Ja? Pass mal auf. Wenn du mit uns reden willst, oder besser gesagt, wenn du uns verarschen willst, was du gerade vorhast, dann musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Weil mit solchen Idioten wie dir haben wir es 10-mal am Tag zu tun. Und weißt du, egal was du sagst, es macht uns nicht viel aus. Weil egal was du sagst, halt die Schnauze und hör mir zu, du Habak. Und egal was du sagst, es hat keinen Wert, es hat kein Gewicht, verstehst du? Du kommst nicht gegen uns an. Deswegen würde ich einfach sagen, lass uns das Gespräch beenden und wir sind beide zufrieden. Halt's Maul, du Schwuchtel. So, keine Ahnung, wer das war. Das war irgendwo so ein Idiot. Auch so ein verklemmtes Kind, der vom Rechner sitzt. Wahrscheinlich voll angezogen mit Jacke und so und seine Haare gestylt. Weil ja heute Freitag ist und heute ist ja ein Ultra-PC-Tag. Wahnsinn.